Nein, 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 nicht meine Dorfbewohner, nicht meine... Scheiße, 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 scheiße. Ach du Scheiße, oh Mann. Ah! Hilfe! Hilfe! Da, meine Dorfbewohner, weg mit euch! Oh, lauf doch! Und ihr Triebe, gehört jetzt mal auf, irgendeine Scheiße zu machen. Hier ist es so eng. Ah! Ich bin voll überfordert. Ja, tötet mal den Priester da erstmal. Und den scheiß Bogenschützen da oben. Endlich. Oh Mann, ey. Wie viel Dorf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na toll, da darf jetzt kein Dorfbewohner mehr sterben. Viertens, hört mal auf, irgendwas zu machen. Dankeschön. Wir reiten jetzt erstmal mit unseren... mit unserem... Oh, way. Ah, nice. Finde ich gut, dass ihr uns euch anschließt. Dann verhaut mal diese scheiß Briten hier. Ja, was verhaut sie? Ja, da haben wir ein paar Axtwerfer. Ah, können wir hier auf die losgehen. Ihr geht mal da oben auf den da noch los. Der sowieso nur rumnervt. So, jetzt haben wir hier noch einen Turm. Ach komm, lass den doch da jetzt in Ruhe. Nein, das habt ihr noch mehr angelockt. Nein, 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 nein. Ah! Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Lasst mich hier raus. Ah, wo sind meine Dorfbewohner? Wo sind meine Dorfbewohner? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Auf die muss ich jetzt ganz dringend aufpassen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ah! Scheiße. Oh Mann, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen, bitte? Am besten ganz eng zusammen. So, und hier raus am besten. Oder macht da noch eine Lücke rein. Ich habe gesagt, macht da noch eine... Was machen die denn da unten? Wollen die irgendwie sterben oder so? Offensichtlich schon. Na gut, wir... gehen jetzt erstmal mit unseren Reitern hier raus, mit denen da auch. Die dürfen da mitkommen. Und erstmal gucken, wo es da lang geht. Oh Mann, wo? Ah, da unten. Na gut, da ist es mir wurscht. So, erstmal raus hier alle. Aber alle. Und zwar schneller als sonst. Ihr kommt natürlich auch mit. Oh, meine Nerven. Sie liegen blank. Hier muss ich hier hin. Scheint so. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut, ihr kommt mal hier hin. So. Was macht ihr denn noch da unten? Habe ich sonst noch irgendwo irgendwelche Einheiten stehen? Nein, gut. Oh Mann. Meine Nerven, ey. Meine Nerven. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier in die Richtung lang. Ihr bleibt noch ein bisschen zurück. Bevor ich hier die Lage gecheckt habe. Kommt da noch irgendwo was? Nö, ne? Gut. Und dann laufen wir jetzt einfach mal in diese Richtung hier. So. Wieso ist der jetzt bei 1 dabei? Mach ich mal 5. So. Ihr kommt jetzt mal nach da hinten. Nicht, dass ihr zu weit zurückbleibt. Das fände ich nämlich auch nicht so cool. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass da Gegner sind. Ja, meine Angst ist befürchtet. Und okay, dann laufen wir einfach mal hier lang. Meine Bauern... hoffentlich wird das was. Was ich da jetzt vorhab. Und zwar mich mit meinen Bauern da irgendwie so außenrum... Oh Gott. Ja, ja, ja. Funktioniert doch. Funktioniert. Ja, und funktioniert's. Hoffentlich. Ich muss da nur irgendwie in diese scheiß Burg reinkommen. Ohne dass irgendein Bauer von mir drauf geht. Könnte fast hinhauen. Wenn da nicht diese scheiß... Ah, nicht gut. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Scheiße, wie soll ich denn da jetzt reinkommen?
Ach du Scheiße. Oh Gott. Was macht der denn hier? Oh Mann. Wie soll man denn diese Mission schaffen? Ach du Scheiße. Oh, was ist denn los? Warum habe ich jetzt für... Oh Mann, nein! Nein! Warum? Warum? Na gut. Das war kurze Unterbrechung für meine Nerven. Nein! Diese Scheiße! Wie soll man das denn schaffen? Oh Mann! So eine Scheiße! Paris liegt direkt vor uns. Machen wir die Gefangenen ausfindig und geleiten wir sie sicher bis zum Treffpunkt mit den Soldaten des Königs. So, dann starten wir mal Versuch Nummer 2, diese Scheißmission endlich mal zu gewinnen. Ich hoffe, diesmal haut's hin. Ich habe mir nämlich jetzt hier mal was anderes überlegt, so eine minimal andere Strategie einfach mal. Ich hoffe, die haut einigermaßen hin. Oh, warte mal, die machen wir 3. Das hier ist 4, 5 und 6. So, dann reiten wir einfach mal wieder hier hoch mit allem, was wir haben. Und ich hoffe einfach mal, meine Strategie geht auf, die ich mir so spontan überlegt habe. Weil ich habe mir überlegt, am besten zeige ich euch das nachher. Wir gehen jetzt erstmal wieder durch Paris durch, reiten mit unseren Einheiten wieder hier vor. Der Berg war einfach mit Abstand bisher der beste, den wir gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass wir mit einer anderen Stelle da mehr Erfolg haben. Und deswegen halte ich am Anfang jetzt einfach mal an meiner alten Strategie fest, hier unten lang reiten und hier dann irgendwo nach Paris reinmarschieren. Und dann erst danach kommt hier meine neue Strategie. In der Hoffnung, sie klappt zur Geltung. Ja, erstmal, wo ist Verbündete? Verbündete Diplomatie. Stellen wir die mal auf die Briten auf neutral. Ja, genau. Einfach aus dem Grund, dass unsere Einheiten nicht einfach wahllos alles beschießen, was da irgendwie in der Nähe ist. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich da sein. Da müsste die Burg sein irgendwo auch. Dann halt, die dürfen hier bleiben. Die kommen noch mit, die kommen mit und die kommen mit. Und einfach mal gucken. Ja, wir reiten hier schon eine Mauer entlang. Da müsste hier irgendwo diese Burg sein, die wir als erstes mal niederholzen werden. In der Hoffnung, wir kriegen vielleicht ein paar Bogenschützen aus Paris rausgezogen. Dass wir die vorab schon mal ein bisschen reduzieren können. Ah, hier stehen auch noch welche rum. Die faulen Säcke hier. Ihr dürft mal alle hier hin. Oh oh. Dann bleibe ich mit denen einfach mal alle hier stehen. Mit denen gehe ich auf den Turm los. Die dürfen natürlich auch gerne auf den Turm drauf schießen. Die stelle ich mal ein bisschen hier vorne hin. Dass, falls ihr mit Bogenschützen hier irgendwie ankommen sollte, ich hier so von hinten quasi angreifen könnte. Aber dieser Turm muss erstmal weg. Die kommen natürlich noch mit in mein Zweierregiment. Da, danke. So, und jetzt erstmal wunderschönes Türmchen vernichten. Kommen da vielleicht schon die ersten Gegner irgendwo raus? Nee, prinzipiell schon mal nicht. Na gut, dann zerstören wir erstmal weiter diese Burg hier. Vielleicht kommen dann welche raus. Man weiß es ja nicht. Ah, die Belagerungskanonen machen das Ganze schon ziemlich alleine, ziemlich gut. Muss man sagen. Dann schicke ich die Drehböcke schon mal direkt auf die Burg vorne hin, sonst muss ich die wieder dauernd umbeladen. So, perfekt. Den Turm da noch. Die Burg wird wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Naja gut, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Doof gelaufen. Habe ich meinen Held noch? Ja, der steht noch. Immerhin. Dann ballern wir die Burg noch weg. Mit den Einheiten gehe ich einfach mal hier hin.
mein Regiment an. Ah, das ist zu weit entfernt. Gut, da müsste noch ein Turm stehen, den machen wir auch noch weg. Dann haben wir unsere Ruhe. Was auch eine coole Idee wäre, wäre im Prinzip einfach hier noch... Da steht kein Turm mehr. Na gut, dann steht da halt kein Turm mehr. Dann machen wir hier noch die Mauer kaputt. Einfach aus dem Grund, wenn hier dann die Bogenschützen ankommen und hier durch das Tor reingehen, komme ich da ja nicht mehr wirklich so hin. Deswegen mache ich hier das Tor kaputt, dann können sie hier reinlaufen, kann ich hinterherlaufen. Und die Gegner können einfach nichts tun. So, meine Kavallerie schicke ich hier hin. Bogenschützen und Speerträger schicke ich auch mal vor. Habe ich sonst noch irgendwo was? Da steht nichts mehr, habe ich alles weggezogen, perfekt. Dann kann ich nämlich mit meinen Belagerungswaffen... Moment, die schicke ich noch ein bisschen zurück. Kann ich mit meinen Belagerungswaffen... Wobei, die schicke ich einfach mal hier oben hin. Ich glaube, das kommt ein bisschen cooler an, weil ich ja dann hier außen rum gehen kann. Hier ist ja nichts, was mich irgendwie angreifen könnte. Dann kann ich mit meinen Kanonen... Greife ich einfach mal dieses Haus hier an. Vielleicht kriege ich die ja dann schon rausgelockt. Ich glaube es gerade aber irgendwie nicht so. Muss ich doch mal die Mauer angreifen. In der Hoffnung, ich kriege ein paar Gegner rausgelockt. Kommen da schon welche? Ne, da kommen sie nicht. Das sollten eigentlich jeden Moment kommen. Ja, da kommen schon die ersten. Das heißt, ich kann mit meinen... Meine Bogenschützen gehen auf die. Meine Ritter gehen auf die. Und dann sollte das doch was werden eigentlich. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, aber meine... Nein, ihr schießt da nicht drauf. Perfekt, läuft doch ganz gut. Außer, dass meine scheiß Typen da jetzt wieder was rumschießen. Dann schicke ich die wieder hier hin. Ja gut, ein bisschen Verluste bei den Armbrustschützen haben wir gemacht, aber... Ist verkraftbar dafür, dass wir die ganze gegnerische Bogenschützentruppe da gerade ein bisschen dezimiert haben. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir noch ein paar mehr rausgelockt bekommen. Eventuell, falls da überhaupt noch was steht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel genau da ungefähr waren. Gut, die schicke ich jetzt auch mal ein bisschen weiter hier vor. Ah, da kommen sie schon wieder an. Da gehen wir mit dem Bogenschützen auf den Krieger da los. Der sollte es nicht allzu lang machen. Perfekt, jetzt kann ich hier weiter angreifen. So... Was machst du denn hier? Du bleibst schön da drüben stehen. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen mehr rausgelockt. Was eigentlich ganz cool wäre. Falls da noch welche rumstehen. Schaut aber fast nicht so aus. Dann könnte man eigentlich mal hier die Kasernen bebombardieren. Dann kann ich nämlich hier direkt reinreiten. Hab ein bisschen Platz, meine Truppen aufzustellen. Und kann ziemlich gleich und schnell meine Dorfbewohner, die ich ja hier kriegen werde... retten. So, meine Angriffstrupp. Oh oh. Finde ich nicht so cool. Ja, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Na gut, aber wenigstens ist das Katapult jetzt auch weg. Die Belagerungsdinger brauche ich. Sind eh ein bisschen minimal verzichtbar. Muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, weil wir erstens noch unsere Triebwerke haben. Und zweitens auch gar nicht mehr so viele davon brauchen. Jetzt sollten wir zur Seinbrücke marschieren. Dort treffen wir auf die Soldaten des Königs. So, die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Zu meinen anderen Typen. Die dürfen natürlich auch noch mit da reinfahren. Und dann säubere ich erstmal ganz Paris vor den Gegnern. Und renne dann erst mit meiner Jungfrau und meinen Dorfbewohnern los. Warum hat die schon wieder so Schaden bekommen? Hat die Burg drauf geschossen wahrscheinlich. Na gut, gucken wir einfach mal, was uns hier so erwarten tut. Wir reiten einfach mal hier so lang. Und gucken einfach mal. Okay, hier ist erstmal nichts. Da ist ein Turm. Da müssen wir dann mit unseren Belagerungswaffen ankommen. Hält der sich von alleine oder was?